Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Heute geht es um In-Ear-Kopfhörer, und zwar kabellose In-Ear-Kopfhörer von Jayfi, die auf den recht coolen Namen X1 hören. Und meine Erfahrungen hiermit will ich euch heute mal etwas genauer schildern. Erst einmal zur Verpackung muss ich mal kurz loswerden. Jayfi hat hier wirklich eine sehr tolle Verpackung abgeliefert. Da hat das Auspacken richtig Spaß gemacht. Hochwertig, dicke Pappe und vom Design her, na, an wen erinnert euch das? Ja, fast schon Apple-mäßig, würde ich sagen. Und auf jeden Fall mal ein kleines Lob schon mal an die Verpackung, aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern um diese kabellosen Kopfhörer. Und wir schauen uns so ein Teil einfach mal etwas genauer an. Ihr seht schon, dafür, dass das kabellose sind, finde ich, sind die hier wirklich schön klein geraten in dem Ohrteil selbst. Also das ist ziemlich schmal und auch gar nicht so breit. Das hat mir auf jeden Fall schon mal gut gefallen. Dann haben wir hier diese Innenohrbügel, damit die auch nicht rausfallen, auch beim Sport nicht, also einen festen Halt haben. Soweit so gut. Natürlich gibt es hier auch nochmal extra Aufsätze, die mitgeliefert werden in verschiedenen Größen. Da könnt ihr das sehen. Wir haben also insgesamt drei Größen und eine, ich glaube, die mittlere Größe, die auch drauf ist, die gibt es hier nochmal in transparent mit dazu. Also soweit schon mal alles gut. Und auch farblich interessant bleibt es hier bei den Innenohrbügeln, denn auch da gibt es verschiedene Variationen. Und die schwarzen, die sind ja hier schon dran. Und dann haben wir hier nochmal ein paar transparente und ein paar grüne. Also wer es ein bisschen bunt mag, kann hier munter kombinieren. Eine ganz nette Sache. Und natürlich gibt es noch mit dazu ein Micro-USB auf USB-Kabel zum Aufladen. Und aufgeladen wird etwas weiter hier unten am Kabel an dem Bedienteil. Dort sind zum einen drei Buttons dran, kennt man ja alles schon standardmäßig, plus, minus und ein Telefonhörer-Button. Der mittlere Button ist auch zum Einschalten da und dann plus, minus, klar, Lautstärke ändern oder vor- und zurückspringen in den Liedern. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Punkt, das ist das eingebaute Mikrofon. Ihr könnt natürlich auch hier mit Telefonate annehmen, beenden und führen. Aber aufladen wollte ich euch erzählen, ja genau. Da haben wir hier nämlich an der Seite noch den kleinen Micro-USB-Eingang, der mit so einer Klappe abgedeckt ist. Und da kann man dann das Teil aufladen. Aufladen dauert so etwa 1,5 Stunden. Und dann könnt ihr bis zu 7 Stunden lang hier mit Musik hören. Das sollte reichen für jedes Training. Und zum Trainieren kann man die hier wirklich gut benutzen, denn da kann man auch mal ordentlich schwitzen, gerade jetzt im Sommer, denn die sind sweatproof, das heißt schweißgeschützt. Also ein wenig Feuchtigkeit macht denen jetzt nichts aus, keine Sorge, benutzt die ruhig beim Sport. Und da kann ich euch ja auch mitteilen, die Ohrbügel hier, die halten wirklich bombenfest. Also da fällt eher der Kopf ab, bevor euch hier der Kopfhörer rausfällt. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich die hier reingetan habe, mit den Aufsätzen, die drauf waren, dann war das bei mir wirklich super dicht. Die haben tierisch die Außengeräusche bei mir abgeschottet. Als ich die zum ersten Mal ausprobiert habe, habe ich im Bett gelegen, etwas Musik gehört und meine Freundin ist heimgekommen. Und die hat sich schon umgezogen. Ich habe nichts mitbekommen. Und als sie mich plötzlich angesprochen hat, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Denn ich habe echt gar nichts gehört. Weder wie sie reingekommen ist, Schlüssel weggelegt hat, mit dem Kater gesprochen hat, gar nichts. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft, die finde ich immer besonders gut bei Kopfhörern. Denn mich nervt das tierisch, wenn ich immer noch was durchhöre. Also die haben bei mir super gut abgedichtet. So gut wie kaum ein anderer Kopfhörer. Und was mir auch gut gefällt, ist einmal hier die Materialien, die benutzt wurden. Denn was hier so schön glänzt und reflektiert, das ist echtes Aluminium. Also hier haben wir Aluminiumkappen dran. Und damit nicht genug. Nein, da sind auch noch Magnete eingebaut, dass man die hier so zusammenpacken kann. Und dann kann man sich die wunderbar, wenn man sie nicht braucht, hier einfach um den Hals hängen. Hat sie jederzeit schnell griffbereit. Und wenn man sie wieder braucht, einfach auseinanderziehen, rein in die Ohren. Das gefällt mir super gut. Und das benutze ich in der Form auch schon seit längerem. Hier mit den ich kann es immer noch nicht aussprechen, Kopfhörern, die habe ich auch vor einer Weile getestet, könnt ihr euch ja mal anschauen, und die haben eben auch diese Magnete, und das kenne ich jetzt vom echten Einsatz im echten Leben schon eine ganze Weile und finde das einfach super praktisch. Keine Sorge mehr, ob man die Teile irgendwo verliert, man muss sie nicht in die Tasche packen, einfach um den Hals hängen und gut ist, super. Und wenn ich hier den direkten Vergleich mal ziehe, dann sieht man auch schon, wie klein hier diese X1 sind, also der Querschnitt hier von den Axio, die sind schon, wesentlich dicker, sieht man direkt auf Anhieb.
und auch breiter. Also das hier sind wirklich sehr, sehr kleine und dezente Kopfhörerchen für Bluetooth-Kopfhörer. So, genug aber jetzt mal zu den Äußerlichkeiten. Was bringt das denn hier? Wir koppeln es einfach mal mit dem Smartphone. Gekoppelt wird hier via Bluetooth 4.1 und ich hatte die hier mit dem iPhone 7 noch gar nicht gekoppelt, da ich sie immer hier mit dem iPhone 6 benutzt habe. Das heißt, ich mache jetzt hier eine echte Erstkopplung und ich stelle es einfach mal eben hier hin. Halte einen der Kopfhörer mal hier ans Mikrofon, dass ihr hören könnt, welche Töne dort kommen. Und dann, na, nicht einschlafen, drücke ich jetzt hier mal auf den Power-Button. So, da hat man die Geräuschkulisse gehört und hier ist jetzt das kleine LED-Lichtchen. Ach Moment, ich habe euch vorhin Blödsinn erzählt. Das hier ist ein LED-Licht, gar kein Mikrofon. Das Mikrofon ist auf der Rückseite, sieht aber auch alles echt gleich aus. Okay, auf jeden Fall zeigt uns das jetzt an hier durch das Blinken rot-blau, dass es im Pairing-Modus drin ist. Dann gehe ich jetzt mal hier in die Bluetooth-Einstellungen rein und schaue mal, da müssten ja gleich angezeigt werden. Und da unten habe ich sie schon, die JVX1. Einmal koppeln und ich kann hier auch wunderbar am iPhone sehen, wie viel Akkuladung da noch drin steckt in den X1. Sehr schöne Sache und dann mache ich direkt mal ein bisschen Musik an und wir hören uns an, ja, wie das klingt. So, eine Kostprobe, bitteschön. Und ich lasse es einfach mal laufen und kann euch sagen, der Klang, der ist echt gut. Da kann ich wenig meckern, also sehr, es wird natürlich sehr laut, viel zu laut, um es dauerhaft so zu hören. Ich habe es immer so auf knapp über halb gehabt, dann war das für mich echt mehr als laut genug. Also mit der Lautstärke gibt es keine Probleme. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre mehr Bass. Das ist vielleicht hier auch dieser schmalen Bauform geschuldet. Also hier ist für meinen Geschmack nicht genug Bass drin. Zumindest nicht auf mittlerer Lautstärke. Dreht man etwas weiter höher, dann kommt natürlich auch der Bass etwas mehr raus. Aber insgesamt hätte etwas mehr Bass den Kopfhörern hier durchaus gut getan. Also da ein kleiner Kritik. Punkt von mir. Allerdings ist das dann auch schon der einzigste. Ansonsten finde ich, haben die hier einen guten Klang, einen klaren Klang. Die verzerren nicht. Auch bei lauter Lautstärke konnte ich da kein Verzerren feststellen. Und komfortabel zu tragen sind die allemal. Also, insgesamt gute Kopfhörer mit etwas wenig Bass für meinen Geschmack. Aber ansonsten kann man sich die echt antun. Hier die JVX1 Wireless Kopfhörer. Feine Sache. Wer noch sowas brauchen kann, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Mein Fazit, Daumen geht nicht ganz hoch, sondern ganz leicht zur Seite. Kann man also gerne machen. Und das war's dann, Freunde. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.